Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Einheit TECD Ali Brushless an. Wir starten gleich mit dem Test, wir starten gleich mit Holzschrauben. 6x260er, zweiter Gang, 3, 2, 1. Kein Problem. 10x450er. Da die Wunde. So, eins. 7,1 Newtonmeter. Also 14 cm hat es eingeschafft. Erster Gang. So, eins. 10,4 Newtonmeter. 8x160er. Sollte eigentlich im zweiten schaffen. 3, 2, 1. Er schafft er nicht. Aber trotzdem schauen wir uns an. Wie noch übrig ist, um die 5. Horst, 8x120er geht easy rein. Ja, brauche ich gar nicht mehr am ersten machen. 8x400er. Zweiter Gang. Wir schauen, wie weit es eingeschafft. 3, 2, 1, go. 3,8 Newtonmeter. Wahnsinn. Und es fehlen noch 24,5 cm fehlen. Nachlegen tun wir mal. Ja. Newtonmeter. Und das schafft es nicht mehr. Erster Gang, Akku ist voll, 6H, Weichholz und 3, 2, 1, go. Newtonmeter, also locker geschafft, ist die Hälfte von dem, was er wahrscheinlich schafft. 10x100er. 3, 2, 1. 4,5 sein noch außen. Mal wieder aussehen. 2,1. Verfängt. 10x160er. Drei, so, eins. Abgeschaltet bei 11,8 nur. Jetzt hat er 17,2 und hat den mehr weniger versenkt. Jetzt hat er versenkt. 22,7. 12x100. 12 mal 100. Jetzt erstmal Drehmoment her, weil vorne ist leider abgestumpft. 3, 2, 1. 12 Newtonmeter lang. Siebenundzwanzig Komma sechs, 10x160er.
machen ja da eine. Das ist wieder das Drehmoment. Eins. 20,2 Newtonmeter. Eins. 12,5 Newtonmeter. Ich weiß nicht wieso, das schaltet sehr, sehr früh ab. Komma 20,8. Also der kommt auf die 21, aber schaltet sehr, 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 sehr früh ab. Fällt mir ehrlich gesagt nicht. Schaltet sehr früh ab, das Nachsetzen, das nervt, muss ich schon sagen. Nachsetzen nervt, weil Kraft hätte ja schon. Da versenke ich ohne noch und dann lass es. 3, 2, 1. Newtonmeter. Ist bis jetzt Rekord, aber nicht rekordverdächtig. Enttäuscht ein bisschen. Mal ein 16er. Mal ein 100. Den hau ich da ein ins 12er Loch. 3, 2, 1. Wieder. Ihr seht, 13,8 Newtonmeter. Nachsetzen, schaut. Unten hat er gespaltet. Probieren wir mal, wie weit er es einschafft. Die 16 mal 100. Bis zum ersten Abschalten. Nuss. 3, 2, 1. 17,7. Schauen wir, was man packt. 22,7. Schauen wir, ob noch was geht. 25. 26,2. Ja, mehr geht nicht mehr. 12 mm der Wild Extreme. Für den Anfang, wenn die anderen laden, habe ich ihn 4H genommen. Ist ja eh zweireihig. Soll für den 12er eh keinen Unterschied machen. Wir starten gleich, messen die Zeit.
Warum auch immer. Immer noch der gleiche. 3, 2, 1. Mal mit dem 2,5er. Schaltet auch ab. Mit dem Vierer. Drei, zwei, eins. Probieren es noch einmal bei der anderen Stelle. Vorstufe ist eingestellt. 2, 1. Ja.
3, 2, 1. So, 30er. 3, 2, 1. Abschaltung. Durch. Dann noch so 5 und dann war es das mit den Flachfeldbohrer. 3, 2, 1. So, jetzt 3, 2, 1. Nochmal 3, 2, 1. Jetzt 3, 2, 1. Ah, ja. So, jetzt packt er. 3,
3, 2, 1. Zwei, eins, 25 mm. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Machen wir noch mit dem 6er. Da gibt es einen Unterschied. 3, 2, 1. Vor 30 mm. 3, 2, 1. Aha. 3. Man kann nicht volle Kanne drauf gehen, sondern muss schon achten, dass man nicht übertreibt. Schaut's. So, 3, 2, 1. Jetzt gehe ich volle Kanne drauf. Ja, siegt's. Wird der 6er helfen. So, jetzt kann es losgehen. 3, 2, 1. Probier noch mal ein bisschen weniger Druck. 3, 2, 1. Volle Kanne drauf drücken, weil ihr sehen könnt, funktioniert es nicht. Schaut. Was mit Gefühl. 3, 2, 1. Stufe 1 Drehmoment. Fünf cm stehen noch heraus. Zweite Stufe. Ungefähr das gleiche. Vier Komma drei. Stufe 4. Unter 4, 3,6 oder so. Aber wie ist groß? Da hat er angefangen. Bei 3. Also besser.
versenkt. Größere Schraube Stufe 7. Dennoch 7,5 cm. Achter. Neuner. Deutlich unter 7, 6,7 oder 6,8, 10er, 3, 2, 1, um die 5er, sehr gut, 11er, vorrutschend, aber auf jeden Fall tiefer. 3,5, 12er, 3,2,1, 2. 1, Stufe 12. Den noch heraus. 8 cm. Sechser halb ungefähr, oder? Eine gute 7. Ein paar niedriger. 2, 1. Gute 6. 3, 2, 1. Ungefähr 3,5. Schauen wir, ob es gleich geht. Weiter einhauen. Da fängt es an. Seht, 1,5. Und 17 soll es versenken. Fängt sofort an. Gibt's denn? Neun Zentimeter. 18. Steht hier draußen um die 7,4 cm. Probieren wir nochmal an auf Stufe 19. Die letzte Stufe. Probieren wir nochmal an, weil vielleicht sei wir irgendwo. Komisch. Geht der weiter rein? Nein. Geht der weiter rein? Nein. Okay. 20 cm Abstand. Zweiter Gang, Vollgas.
erster Gang. Ändert sich nichts. Sehr, sehr gut. Die 500 erreicht er. Vergangen Minimalumdrehung. Die 100. Stufenlos. Ich würde sagen, alles erreicht. 8x160er. Bleibt so eins. Ob es versenken kann oder nicht. Keine Chance. Drei, zwei, eins. Tja, bei 8x160 schaltet der schon. Das hängt, tut er dir Probleme aus.
10x100er, zweiter Gang, wird er nicht schaffen, aber zu 1. Hälfte übrig. Draußen stehen nur 6 cm. Beim ersten abschalten. Weiter geht's nicht rein. Drei zu 1. Passt, 6. Kraft hat er. Jetzt haben wir 100er, der wird schwer. Die 160er. 3 zu 1. Erst abschalten. Bei 9 cm übrig. Das war es genau. Ja, mit der Hälfte, 7 cm hat das reingeschafft. So, das Abschalten bei 7 cm sein übrig, fast 11 eingeschafft. Drittes Abschalten, 5 cm übrig, 13 cm eingeschafft. Na, 8x 160, ich weiß auch nicht wie lange das, schauen wir nachher. Drei übrig. Schaut es zu versenken oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, ja. Einmal geht noch. Aber mit Mühen. Es funktioniert. Aber mit Mühen natürlich. Der will ich gar nicht mit dem Außerhauen, der belastet den zu sehr. Dann nehme ich gleich den Schlagschrauber und dann schauen wir gleich die 12er. 12 mal 100er. Ist wurscht, ich haus jetzt da ins 8er Loch rein. Ja. 3, 2, 1, go. Übrig sein. 7 cm. Der 3 hat das reingeschafft. Ja, das war's. Erstens schauen wir, wie weit das rein schafft, ob das überhaupt schafft. Aha. Ja, das soll ich euch schauen, ob es schafft oder nicht. Schafft's. Zwölf mal 100 schafft er. 12 mal 160er. Können wir mal schauen, ob das schafft oder nicht. Weil die 100er hat er schon geschafft. Lass mal aus, er schafft es nicht. Schauen wir uns an. Ich weiß, dass der 6, aha, genau, 1,07 Kilo hat. Sicherheit überprüfen wir es nochmal. Hat er 1,07 Kilo? Ja, 1,08 ist das gleiche. Hat er, das heißt, der Schrauber wie Kalon. Ich weiß jetzt auswendig nicht, ich muss nochmal schauen. 1,08 und 2450. 1442 Gramm wiegt der Schrauber mit Griff. Der Griff verloren. Wenn wir gleich schauen, wie lange ich brauche, um ihn auszuschrauben oder herauszuschrauben. Ja, um die 140 Gramm. Fast ohne Griff, wenn es den nicht braucht. Schon länger mit Akkuschraubern arbeitet, kann man auch ohne Griff hernehmen. Ich finde es immer geil. Jetzt tue ich nochmal zu, dann sieht es, wie lange ich brauche, um ihn auch zu tun. Dauert schon Zeit, ist er anstrengend, sage ich nicht. Aber ich bin schon da, ganz fest und das war's. Holst die Maße an. Der Griff
geht von der Befestigung aus 18 cm zur Seite. Der Schrauber selber ist 19 cm lang. Breit ist er ziemlich genau 5,4 cm und hoch ist er natürlich ohne Akku auch um die 19 cm. So, was gibt es zum Drehmoment zum Sagen? Also der eine TECD Ali Brushless hat 18 Newtonmeter im ersten Gang und der 1840er nur 12, also gute 50% mehr. Das macht sich extrem bemerkbar. Also das ist jetzt das maximale Drehmoment. Das heißt, ihr könnt größere Schrauben verschrauben und wahrscheinlich wird er länger halten, wenn man zum Beispiel dickere Schrauben einschraubt. Da sieht man die Zeit in Sekunden von ein paar Aufgaben, die ich gemacht habe. Also deutlich Unterschied. Der Brushless ist hier doppelt so schnell. Beim Gewicht eindeutig schwerer, der Brushless gut 350 Gramm mit Griff und um die 200 ohne. Das macht sich schon bemerkbar. Kauft ihr natürlich nur vom Gewicht her, wenn es auch die Leistung braucht. Und ja, so, der Brushless ist 4 Dezibel lauter, aber gefühlt vom Hören hört man keinen Unterschied, weil der Brushless ist sehr angenehm vom Arbeitsgeräusch. Aber für Dezibel mehr ist genug mehr, also das ist nicht zu vernachlässigen. Also, ja. So, kommen wir nun zum Preis. Der TECD 1840 kostet um die 35 Euro und der Brushless 75. Das heißt, das ist einfach der Preis. Muss jeder für sich selbst wissen, ob der Brushless den Aufpreis wert ist oder eben nicht. Ich sage, die meisten Leute werden auch mit dem 1840er ehrlich gesagt glücklich. Aber wer die Leistung braucht und öfter größere Sachen bohrt, ist der Brushless besser. Dann, was gibt's zum Sagen? Metallbohrfutter, Drehmoment vor, war erster, zweiter Gang. Griff ist fest, ist mir noch nie passiert, dass er irgendwie abgerutscht ist oder aufgegangen ist. Wenn man ihn richtig fest macht, dann passiert das nicht. Kann man auch mal auf der Seite, auch mal auf der Seite befestigen, je nachdem ob rechts oder linkshänder. Bohrfutter habt ihr gesehen, ist genau. Kommen wir mal zum Fazit. Was gibt es zum Einheit ECD LI Brushless zum Sagen? So, auf jeden Fall hat der Power, das kann man nicht sagen. Power hat er genug, für jeden Hobbyhandwerker sicher genug Power. Er ist sehr angenehm vom Ton, vom Geräusch her, ist er sehr angenehm für die Ohren. Er hat im zweiten Gang 7 Newtonmeter, im ersten habe ich glaube ich am meisten gemessen 15, 16, 17, irgendwo da, schauen wir uns nochmal zusammen an. Es wird nochmal alles zusammengefasst. Lautstärke habt ihr gesehen, Gewicht schauen wir uns dann an, Gewicht ist finde ich okay. Haptik ist okay, liegt gut in der Hand. Und ja, was gibt es dann noch zum Sagen? Drehmoment Vorwahl funktioniert. Dann Griff finde ich okay. Das auf und zu machen, ja, dauert halt eine Weile. Aber wie oft tut man den Aui und Oi, weiß ich nicht, was man für Arbeiten macht, dann nimmt man sich halt einen zweiten Akkuschrauber, einen kleinen. Wenn man schon weiß nicht, wie viel Geld für den ausgibt, dann kann man da schon einen kleinen nehmen. Man kriegt ihn jetzt um die 75 Euro, solo. Und was gibt es eigentlich noch zu sagen? Bis jetzt hat er keine Probleme gemacht bei mir. Einzige, was halt bei ihm der Fall ist, er hat das Drehmoment, also er hat da um die 20 Weiche oder mehr, aber erst beim zweiten Mal ansetzen hat er den. Also am ersten Mal, der schaltet sehr früh ab, obwohl er das weiche Drehmoment eigentlich erreicht. Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob das den Motor überlastet. Bis jetzt also ist noch nichts mit dem Motor gewesen, aber ich weiß nicht, ob es den Motor überlastet deswegen so früh, oder haben sie es gemacht so früh, dass man ihn eben nicht überlastet.
weil, habt ihr gesehen, beim ersten Ansetzen immer so um die 14, 15 oder sowas. Beim zweiten hat er dann deutlich über 20, was er eigentlich auch haben sollte, finde ich. So mit 60 Newtonmeter angeben sollte mindestens um die 20 haben, weiches Drehmoment, finde ich. Wenn 60 im harten Schraubverfahren angegeben sei. Auf jeden Fall ist er mehr so okay. Wenn im Einheitssystem ist, kann man ihn schon hernehmen. Gar kein Problem, wenn man das sucht, das hängt braucht. Ist ja die TPCD draußen, ob ich ihn empfehlen kann? Ja, eigentlich schon. Wieso nicht? Ich meine, da ist immerhin jetzt 15, 20, 25 Euro günstiger als der TPCD. Den habe ich da oben stehen. Den habe ich auch da. Der ist etwas kürzer und so weiter, aber es gibt im separaten Video. Also für mich, für einen, wer im Heimsystem ist, auf jeden Fall Kaufempfehlung. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen und danke fürs Schauen. Servus.